Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute ein richtiges Schmuckstück an, nämlich ein Einfamilienhaus in Maria-Lanzendorf. Das Haus befindet sich in der Kleingartensiedlung in Maria-Lanzendorf. Es sind zwei Parzellen, das heißt die Grundstücksfläche ist richtig groß, sie ist ca. 480 Quadratmeter groß. Und man kann hier das ganze Jahr wohnen. Und wir fangen gleich mit dem Highlight an, nämlich mit diesem wunderschönen Garten, der nicht nur eine wunderschöne Terrasse hat, sondern auch ein Salzwasserpool. Schaut euch das mal an. Wenn man so ein Haus hat, fährt man nie wieder auf Urlaub, weil dann will man nie wieder irgendwo anders hin. Pool ist mit Überdachung. Der Garten ist richtig schön. Die Terrasse ist herrlich. Durch dieses Sonnensegel ist man geschützt und hat Schatten auf der Terrasse. Gartenhütte ist auch vorhanden. Und jetzt schauen wir hinein ins Haus. Das Haus ist voll unterkellert, man sieht schon hier an der Treppe. Und bevor wir ins Haus hineingehen, möchte ich noch zeigen, dass hier wirklich auf alle Details geachtet wurde. Schaut euch mal an, wie schön diese Mauer ist. Es ist alles neu gemacht worden. Und auch hier die Steine, das sieht richtig edel aus. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie im Urlaub. Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern und ist eben voll unterkellert. Ich finde es besonders schön, dass man hier hineinkommt und schon im Vorzimmer ein Fenster hat in den Garten. Und so hat man hier immer natürliches Licht. Und das Vorzimmer ist sehr schön groß, das heißt, auch wenn mehrere Leute gleichzeitig nach Hause kommen, steht man sich nicht gegenseitig im Weg, sondern jeder kann Schuhe ausziehen, Jacke ausziehen und man kann sich bewegen. Hier geht es gleich weiter in die Küche. Mit gemütlicher Essecke, weißen Fronten und zwei Fenstern. So, das ist das Wohnzimmer. Da geht es dann hinaus auf die Terrasse, das schauen wir uns dann später nochmal an. Angrenzend an das Wohnzimmer befindet sich das Badezimmer mit Badewanne und zwei Fenstern. Kinderzimmer hat auch eine wirklich schöne Größe. Und hat sogar einen Balkon. Das
vom Balkon aus. Zeig auch noch bitte, sieht man den Garten und zum Pool. Und da sieht man sogar den Schneeberg. Kriegst du was raus, die Kamera? Klimaanlage ist hier oben übrigens auch vorhanden. Hier ist dann das Schlafzimmer. Beheizt wird das Haus übrigens mittels Gas. Und hier neben dem Schlafzimmer befindet sich ein Schrankraum. Aber man kann aus diesem Zimmer natürlich auch ein Kinderzimmer machen. So, und jetzt schauen wir uns den Keller an. Da wartet nämlich dann das nächste Highlight. Normalerweise filmen wir ja Keller nicht, weil die Keller nicht so schön sind und nicht so herzeigbar. Aber bei diesem Keller ist es was ganz anderes, weil dieser Keller ist wirklich toll. Es gibt hier einen Technikraum. Man kann direkt hinausgehen in den Garten. Hier ist Platz für ein Büro. Dann geht es hier weiter. Schau mal den schönen Boden an. Hier ist dann noch ein Lagerraum. Hier ist ein richtig schöner großer Raum. Da ist dann noch Möglichkeit für Waschmaschine. Es gibt ein zweites Badezimmer hier im Keller mit Dusche und WC und Handtuchheizkörper. Also das ist ein richtig schönes Badezimmer. Und jetzt kommt mein liebster Raum. Vielleicht erkennt ihr es schon. Hier ist der Weinkeller. Das finde ich ganz toll, wenn es einen Weinkeller gibt. Na, was sagt ihr? Das Haus ist echt fantastisch, oder? Jetzt zum Ende des Videos sage ich euch mal kurz alle Details zum Haus. Das Grundstück hat eine Größe von 480 Quadratmeter circa. Die Wohnfläche beträgt ca. 150 Quadratmeter. Das Haus ist auf Pachtgrund in Marie-Lanzendorf. Die Pacht beträgt monatlich nur 132 Euro. Und der Pachtvertrag läuft noch circa bis 2097. Ich freue mich, wenn euch das Haus genauso gut gefallen hat wie mir. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann bei der Besichtigung. Jetzt genießt nochmal einen Blick auf diesen schönen Garten und auf dieses tolle Pool.